So, irgendein Wunsch aus? Ich würde mal gerne Machen wir mal irgendwie das. ein Krankenhaus oder, aber so ein richtiges Wir machen Krankenhaus. danach, also jetzt machen wir Tanglewood und danach machen wir Highschool. Was sagt er dazu? Mach doch Dreck Highschool. Nein, ich will jetzt erst das. Nö, na gut. Dann komme ich nicht mit, ne? Da drücke ich mich mal rein. Boah, ich bin so gut im Los in jetzt. Säcke einsäcken hier. Zack, alle eingesäckelt. Guck mal hier. Ich bin so Mr. Sacke. So. Jetzt morgen. Neu Merchandising. Mr. Sack. Prost. Wir sind jetzt, wie oft haben wir jetzt überlebt? Zwei Runden. Zwei Runden haben wir überlebt, oder? Ja, Zwei aber ich Runden. dauert eine bisher. In den letzten fünf Streams haben wir, glaube ich, keine zwei Runden überlebt. Hintereinander. Nicht hintereinander. Mega. Amitaya, ja, die sind, aber so einen habe ich jetzt noch nie gesehen. Easy, easy. Geht so. Lassen Sie ein Teamglied Zeuge eines Events. Also, ich will mal ganz kurz die Sätze übersetzen. Das ist ja übrigens genauso wie wie heißt das, so ein, wie nennt man die Zeugnisse von mit Azubis, nicht Mitsubi, Azubi-Zeugnis. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Event werden. Das heißt, ah, lass doch dein scheiß Teammitglied irgendwo im Hinterzimmer beim Geist verrecken. Das ist so ungefähr, das liest man sich zwischen den Zeilen. Ne? Ja, das Ne? stimmt. Finde ich. Bringen Sie Ja, einen Geist gerne. dazu, eine Kerze auszupusten? Ja, Ja. das ist Also, ein bisschen pervers, ja. ja, lass dir einen vom Geist Weil er blasen. weiß, was ihr nicht wisst. Und da alles im Blasen ist, was denn? Was hast du gemacht? Es ist die Musikbox. Nee, ja, nee, glaube ich dir nicht. Doch. Nein, glaube ich dir nicht. Doch, ist er. Glaube ich dir nicht. Kann sie euch zeigen. Glaube ich dir nicht. Ich fahre jetzt hier weg, Zeig glaube sie euch. ich. Ich fahre jetzt einfach weg. Glaube ich dir alles Hast du nicht nicht. mehr. Lass Sex machen. Jetzt sofort? Ja. Was? Was macht denn die Geisterbox? Musik und was noch? Ja, das. Nein, Akuma, nicht sagen, was die Soll ich es dir Geisterbox erklären? macht. Nein, Akuma. Och Mann. Okay, komm mit weg. Herr Bassmann, Da und. oben, neben dem Teddy. Da, neben dem Teddy. Oh, voll Geisterbox. süß. Musikbox. Warte mal, ich baue hier das Das Ding Einzige auf. ist halt nur. Ja, Akuma, hau doch nicht ab. Wieso lacht sie Das jetzt? Ich Einzige ist mag nur, das nicht. wann muss man die denn. Wann muss man die denn wegwerfen, Akuma? Weil es ist schon fies, weil ich eine Umfrage laufen habe. Erklär das mal doch. Das habe ich gerade so Oder? Okay, hingelegt. pass auf. Warte. Jetzt Was? ist gut. So, okay. Ich habe mir die Kamera aufgebaut für. Warte, noch nicht nehmen, bitte. Okay. Das ist jetzt so, wenn du die in der Hand nimmst und aktivierst mit Rechtsklick, fängt an, Musik zu spielen. Je nachdem, wie weit du vom Geist weg bist, summt der Geist einfach mit. Ist der Geist aber 3 Meter oder 5 Meter von dir weg, fängt er sofort an zu handeln. Unterbrichst du den Geist, indem du die Musikbox wegwirfst oder redest oder sonst irgendwas machst, fängt er sofort an zu handeln. Also, die soll das Maul halten jetzt bei der Musik. Wenn du Pech hast, kannst du die Musik einfach nehmen und überleben. Aber bisher ist es mir immer nur passiert und auch andere, die haben die Musikbox angemacht, fallen gelassen, sind weggelaufen und gestorben. Mache ich nicht. Ich bleib bei der Musik Deswegen würde ich natürlich. erst sagen, je nachdem, der kommt ja auch, der kommt zu der Musikbox. Hey, ihr sollt Dann euch mal machen sehen hier. Die steht mit dem Kreuz vor mir. Bin ich schon der Teufel oder was? Dann machen wir das, Freunde, auch weil ich die Umfrage jetzt habe, das ist sonst unfair. Machen wir das am Ende, wenn wir hier es geschafft haben oder nicht? Ja, Dann genau. beende ich die Finde ich eine gute Umfrage Idee. und dann machen wir das mal mit der Musikbox, weil die ist wirklich cool, der muss ich Wie, du sagen. kannst ja direkt machen? Oder meinst du, es geht dann direkt direkt die Hölle Ja, los? weil wir dann, du ja, weißt, das die heißt. geht sofort los. Die singt auch sofort mit. Ist doch schön, dann singen wir Und je zusammen im nachdem, Chor. wie weit du weg bist. Aber ich hab noch. Musst du wissen. Willst du das jetzt machen? Wenn ja, gehe ich raus. Ich gehe, ja. Ich bleib Ach, direkt mit dir im okay. Zimmer. Oder soll ich am besten gehen? Ach, ich mach das schon. Mach doch, dass ihr verschwindet. Nein, ich will aber zugucken. Wie Nee, aktiviere ich Dex, mach die? mal hier. Komm mal her, komm mal mit. Mach das mal hier. Weil hier hast du einen besseren Überblick und ich kann mich hier schnell im Zimmer verpieseln. Wie aktiviere ich das Ding denn? Rechtsklick. Okay.
gar nichts gemacht. Mann! Ich wollte die Musikbox doch zu Ende hören. Die Umfrage, das ging ja viel zu schnell. Schade, die Musikbox, das wollte ich jetzt gerne mal richtig machen. Ich wollte den hier ins Zimmer gehen, ganz kurz. Ach, ich kann mir gar nicht reingehen. Mann! Ach, die ist in der Küche, Frau. Man kann die nur einmal. Ach, Mann. Oh, die ist kaputt gegangen dann, oder wie? Ja, die ist kaputt. So in etwa, ja. So in etwa. Bist du da? Und manchmal geht die nicht kaputt, oder was? Da ist sie. Nein, die geht immer kaputt. Ach, das ist doof. Ich wollte hier den Raum öffnen, damit ich mich darin verstecken kann währenddessen. Aber. Die Musikbox kannst du immer nur ein einziges Mal benutzen. Das wusste ich jetzt nicht, dass man nichts nutzen ja, aber darf. Ich mein, weil sie hat ja Klingen gemacht und schon ist sie kaputt gegangen. Also ja. Die heile wenn, und die geht dann. Nee. Voll verkauft. Voll ausgenutzt. Ausgenutzt haben mich die Mädels. Aber Dex war doch schön, oder? Nein. Ich hätte das gerne bis zum Ende gehört. Ich wusste jetzt nicht, dass ich auch keine Türen öffnen darf. Das ist doof. Die Musik wäre sonst weitergelaufen. Vor allen Dingen hätte ich mich hier gar nicht drin verstecken können. Von den ganzen Kartons, die hier drin stehen. Okay. Ich werde das nochmal testen. Aber die kam übrigens auch von hier. Hast du von Dex ein Foto schon gemacht? Ja, habe ich. Ich kann jetzt gucken, wo der Geist okay. herkommt. Oh, Geist, Dankeschön für die ersten Bits heute Abend. RIP Cheer 100. RIP. War es kein Hand, ne, oder? War nichts los. Gerade raus. Das Gute ist, wenn man Geist ist, also wenn man tot ist, dann kann man wenigstens Schokolade weiter essen. Wenigstens aber den Chat mal wieder lesen. Ah, da kommen sie. Die hat hier gerade eine Tür aufgemacht, oder? Guck mal, die ist im Flur. Das ist ein Flurgeist. Die ist gerade im Flur gefahren. Also hat da gerade so ein Event gemacht. Oh je. Hä? Okay. Bei mir kam die um die Ecke. Wie vorsichtig die zwei Mädels sind, ne? Oh, ein Katzenbild. Oh. Also die kam hier links gerade weg. Die drückt die ganze Zeit irgendwelche
zusammengeschmissen. Nur was? Ich weiß, dass man nichts machen kann oder so. Keine. Aber komisch, ich als Geist weiß nicht mal, wo die ist. Die ist so? Oha. Wo kommt sie denn jetzt? Welche? Oh ja, die hat sie ausgemacht. Komm, zeig dich, Alte. Oh, Pau, du bist so am Arsch. Pau, lauf und erleb. Pau. Pau. Jawohl. Ja, hallo, Pau. Und? Lebst du noch? Pau? 3, 2, 1. Hallo, Pau. Na? Ich hab mich hier versteckt. Die wusste sie, die ist da hinten gespawnt, hier hinten, und die wusste sofort, wo du bist. Und ich hatte sogar einen Multipack. Hier ist sie gespawnt. Hier ist sie gespawnt, hier. Wow. Cool. Das mit der Musikbox tut mir so ein bisschen leid. Ich wusste nicht, dass ich, wenn ich die Box in der Hand habe, nichts anderes nutzen darf. Ich wollte eine Tür aufmachen und dann ist die Box kaputt gegangen. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber das war doof. Emma hat gesagt, dass man die auf dem Boden auch hinstellen kann. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Oh, Ihr schreibt. Ins Buch. Naja, mehr oder weniger schreiben. Hoffentlich sieht ihr das. Mal gucken, ob es das sieht. Wenn die kommt. Ja, guck mal, die achtet auf sowas nicht. Warte, lass mich kurz. Wenn sie kommt, vielleicht sieht es. Vielleicht achtet sie auf das Bild. Ja, guck mal, läuft immer so schnurstracks draus. Wenn die jetzt kommt. Jetzt kommt sie. Jetzt muss ich. Ja, sie denkt halt immer noch, dass der Geist in der Küche ist. Achtung! Bist du da? Nein! Schön, dass du da bist. Finde ich nett. Warte. In der Geisterbox. Ist eine Mär. I'm here. Ja, wie du schon sagtest, die guckt nicht. Was haben wir jetzt alles gefunden? Geisterbox? Was war noch? Geisterbuch und Orb hat der Akuma erzählt, dazu haben wir. Und Orb hat sie gesehen? Okay. Eine Mare. Hier. Eine Mare. Nein, da guck mal hier. Na wo denn? Das Buch, Mann! Oh, Buch! Buch! So im Kopf, guck mal hier so. Was ist denn? Hund? Mit dem Gesicht auf dem Buch! Hat die jetzt gerade meinen Schritt fotografiert? Also wie dein Geist. Die hatten einen Schritt im Geist-Mode fotografiert. Le Schwein. Na dann, meine Lieben, gebt Mare ein und danke für den Tipp mit dem Buch. Ah, schön. Na toll. Ich wollte einen Triple machen, nein. Haben sie mich gedingst. Schade. Hallo. Hallo. Schade mit der Box. Ich habe einen Fehler gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich wusste nicht, wenn ich die Box in der Hand habe, dass ich keine Türen öffnen kann. Ich wollte nämlich die Schranktür öffnen und mich da reinstellen. Aber sobald ich die Schranktür geöffnet habe, hat das dann klang gemacht. Sie hat dich gefunden, und sobald du sie unterbrichst, indem du halt irgendwas machen willst, ist sie nicht mehr so freundlich zu dir. Ja, das wusste ich nicht. Ich hätte die Musik gerne bis zu Ende gehört. Das war nur ganz kurz, dieses. Die hat auch so schön mitgesungen. Mist. Ja, das hört sich schön an, ne? Ja, direkt nochmal. Hoffentlich kommt die jetzt nochmal.
Mann. In größeren Dingern wie die Highschool ist es bestimmt besser mit der Musikbox. Ich finde das so geil gerade. Ja, man kann die aber auf den Boden legen, hat Amitaya geschrieben. Ich fand das lustig, Akuma, mit deinem Buch. Alle werfen das Ding auf das Buch und du guckst so drauf, so, hä? Was denn? Was denn? Ja, ich hab's halt nicht gesehen, weil es so dunkel und so, lass mich. Lass mich, Dreck gedrückt. Wer hat eben gefragt gehabt, was ich trinke? Ich trinke Holy. Das kriegst du unter dem Videoplayer. Gibt's einen Link dazu? Ist ein Energy Drink ohne Zucker. Hallo! Und Kontrollierungsschiffe. Was machen wir? Da! Schnellschiff wieder. Schaffen wir die alle Aufgaben? Bringen Sie einen Geister zu einer Kerze ja? aus der Poster. Verjagen Sie werden. Was ist das für ein Geisterstäbchen? And it looks like they left in a hurry. Mach weiter. Man kann mit Räucherstäbchen das, ja? Den Geist ja, verjagen? Kann man mit ja. Du kannst, ja, pass auf, das ist richtig geil. Wenn du ein Räucherstäbchen anzündest, kannst du sogar kurze Zeit, so 2-3 Sekunden, sogar durch den Geist durchlaufen, weil er dann die Orientierung verliert und dich nicht trifft. Oh. Und ja, das funktioniert. Ich habe das schon gesehen. Gesehen, aber nicht getestet. Du darfst es aber gerne heute testen. Ich habe das. Also nein, ich habe das bei Freunden getestet. Ich mach das ganz Freunde. Oft mit den Räucherstäbchen. Manchmal husten die auch so, da machen die so. Ja. Ja? Cool. Ja. Mhm. Aber du kannst das dritte und das vierte kombinieren, Pau. Also, Pau, ja. Ich nehme dir diesmal die Sprachbox. Dann musst du das nicht machen. Ja, danke. Hat jetzt gerade jemand. Warte mal, wir sind. So. Ja, ich nehme Thermometer mit. Was habt ihr jetzt dabei? Ich habe EMF. Ich habe EMF und Blaulicht. Okay, ich nehme jetzt auch die Kamera mit. Kameras sind immer gut. EMF und Buch. Thermometer hoch. Oh, wow. Ach, so, Team, bereit. Team, Arbeit. Hier, Orb. Ganz viele Orbs. Oh mein Gott, alles voll Eigeister. Alles Geister. Hello? Hello, Darkness, my old friend. Eigentlich wollte ich mich heute besaufen, aber ich war zu faul zum Einkaufen. Du besäufst dich da alleine. Ja. Weil nein, wegen Corinna kann man sich ja schlecht, ne? Wegen was? Corinna. Wer ist Corinna? Die kenn ich noch nicht. Die aktuell jeden belästigt auf der Welt. Strom ist an. Corinna will kommt mich belästigen? Freiwillig? Corona Unana. Dexymix. Ihr habt das schon verstanden, Mann. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, wir sind dumm. Versuch doch, wie alle anderen lustigen Streamer, lustig zu sein mit komischen. Ach so. Hab den Geist gefunden. Ach Mann, ey. Die schläft doch heimlich mit denen, ey. Ja, ey. Dämonen halt. Hexendämonen ist das. Akuma, du bist raus. Erntet. Gurki! Cheer 100, Cheer 100, Dextro 23, Help, Dextro 23, Help. Die muss hier irgendwo auf dem Flur muss die rumgehen. Also 4, 3, 4, 3, 2. Das war jetzt das Zeichen. Deswegen sind wir jetzt so weit zurückgerannt. Wegen dem. Wegen Lottozahlen von gestern oder was? Die muss. Die ist bestimmt oben. Meinst du? Warum kriege ich denn hier unten aber so wenig gerade? Hä? Warum? Jetzt wo ihr hier seid, sind es 12 Grad. Wir sind noch heiße Menschen. Wir sind heiß. Hallo, bist du da? Ich finde es übrigens voll geil, durch die Kamera zu gucken. Man hat so ein großes Bild und guckt nur auf diesen kleinen Monitor. Das macht man aber im Real Life genauso. Ich kann dich nicht mehr hören, wenn du zu weit weg bist. Nee, ich rede gerade mit dem Chat. Ich hab doch mein Taschenboyfriend dabei. Der heißt Chat. Ach so. Ich habe nur gerade erklärt, wie doof das ist, dass die Leute, auch wenn die mit dem Smartphone oder mit so Cams unterwegs sind, immer auf den Monitor gucken, anstatt eben wohin sie laufen wirklich. Hat du Popo gemacht? Bitte? Meinst du das? Verstehst nicht. Wie meinst du das? Wenn du eine Kamera in der Hand hältst, dann guckst du ja nicht Real Life, du guckst ja immer auf den kleinen Monitor, oder? Auf den, ja, das stimmt. Ja, das total dämlich eigentlich ist, ne? Du hast ja genug zu gucken. Ja, man macht das irgendwie automatisch, ne? Holy moly macaroni.
Hast du hier die Türe aufgemacht? Nein. Okay, aber die ist. Nimmt man EMF mit? Ja. Na dann, einfach mal gucken, ob. Ich würde es so abfeiern, wenn da plötzlich so ein Geist auf der Toilette sitzen würde, wenn du die Türen aufmachst. Oh? Falsch. Oh. Ey, echt, seit ihr hier seid, sind die 4 Grad weg? Vielleicht ist da doch oben. Hast du das verschluckt? Nein, ich versuch gruselig zu sein. Okay. Bei mir. Hier schon wieder. Immer in der Toilette. Der hat die Tür gerade geschlossen. Oder halb geschlossen. Kein Fingerabdruck. Ist auch zu warm hier. Muss ja nicht heißen. 6 Grad? Hast du es genau gesehen, Dick? Bist du da? Ja, ganz sicher. Bist du da? 5 Grad? Hier, warte. Bist du da? Bist du hier? Bist du da? Warte. Alle mal ganz was raus. Wie mal ganz was mit dem alleine sein hier, Mann. Bist du auf Toilette? Bist du da? Bist du hier? Wo bist du? Ich hab dir das EMF da hingelegt. Wenn das ganz dort piept, dann solltest du weglaufen. Wo bist du? Wo hat denn das EMF hingelegt? Wo bist du? Direkt vor der Tür. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich! Zeig dich! Zeig dich! Ist das eine Frauenklo? Sieht man gar nicht. Wo bist du? Zeig dich! Zeig dich! Gib uns ein Zeichen! Zeichen. 6, 10. Sogar. Oh, hier ist er. Hier ja. Hat er. Was hat er gesagt? Gott? Sag nochmal. Die dich selber, du. Oh, ich kann das Ding aber ausmachen, das geht mir nämlich voll auf die Eier. Wow. Oh, wir haben ihn. Du scheiß Pflanze, ey. Ich hab mich gerade voll erschrocken an dieser blöde Pflanze. Okay. Rauskommen. Ja. Was haben wir denn jetzt alles? Der war asthmakrank, ganz klar. Angst. Wo gehst du hin? Okay, und an Beweise? Nix. Und wo ist die? Der? Da. Ich guck gerade mal nach Fingerabdrücken, weil die hat ja hier gerade ziemlich viel gemacht. Aber gequatscht hat er nicht, ne? Doch, der hat gesagt, die zu mir, die. Also wir haben doch Beweis. Ja, ein Boxy-Boy. Und hier der Raum, oder wo? Die hat hier drin gesprochen mit mir, aber ich glaube nicht, dass das drin war. Das war nämlich hier genau an der Kante zum Reingehen.
Und der ist auch hier gespawnt. Da hinten. Der ist hier gespawnt übrigens. Hier. Irgendwo hier. Bist du hier? Ein Bernd? Bist du hier, Bernd? Der kann nur Türen, Schalter und Gläser und Scheiben antatschen, ne? Na, die werden wir ganz sicher nicht antatschen. Ich glaube schon, ja. Was habe ich denn sonst noch dabei? Kann jetzt jemand mal die Cam nehmen, die da steht? Oh, oh. Der ist hier, Dex. Der ist hier. Wo denn? Der handelt. Aber wo? Komm her, Geist! Ich bleib hier. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Hallo, Palme. Hä? Der ist hier nirgendwo, Dex. Du kannst rauskommen. Hier ist keiner. Ich hab aber Angst. Ich hör ihn nur. Sag mal, handelt der? Akuma? Ja, deswegen habe ich schon dreimal Zeichen gemacht. Aber wir wissen nicht, wo der ist. Er handelt aber immer noch. Aber wo? Hier flackert auch alles. Jetzt kommt er näher. Er wird lauter. Er wird lauter. Der kommt da hinten ganz her. Er kommt. Er ist weg. Mann, ich wollte gerade mein... Er ist weg. Ich hab ihn gesehen. Wo war denn der jetzt? Hä? Der ist von da ganz hinten irgendwo hergekommen. Ich wollte gerade der da gerade an der Treppe ist. Ja, aber warum? Treppe gerade hoch. Aber warum? Der kam von da ganz hinten angelaufen. Aber der hat doch gerade. Ja, genau da, wo du bist. Die Treppe ist so hochgelaufen jetzt zum Ende. Wo weißt du das? Achso, okay. Ja, guck mal, ich hab den da gesehen. Aber der kam von ganz weit hinten angelaufen. Aber warum? Wir haben doch gerade hier die Sprachbox hier unten gehabt. Dex 6-Sanity, Paul 24. Geht schon wieder los. Achtung, Dex, er handelt wieder. Wieder. Zwillinge ist nicht schlecht. Zwillinge könnten das sein. Der kommt von da hinten. Von der Turnhalle kommt er raus. Das oder irgendwas. Da ist er, ja. Achtung, er kommt. Zwillinge vielleicht. Nein! Scheiße, hat nicht geklappt. Akuma ist tot. Pau ist tot. Pau ist tot, ja, ich hab's gesehen. Ich hab sie gesehen, wie sie gestorben ist. Woran siehst du das? Achso, du hast die Kameras hier. Ah, okay, stimmt ja. Wo ist denn die? Ja, wo ist sie denn gestorben? Hier. Wo? Ich glaube, das sind Zwillinge, oder? Also, der Geist war auf jeden Fall sehr schnell. Komm mal kurz raus, Dex. Ja. Ich weiß nicht, wo die Pau gestorben ist. Kein Blassen. Schimmer. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, wenn man mal nach draußen geht und Luft tanken kann. Auch wenn das nur Dingsluft ist. Oh. Haben die den Mondschein anders gemacht? Ich habe nämlich ein schönes Foto mal gemacht, wo hier so ein schöner Mond war. Hallo. Also man kann den auf Kamera 7, 8 und 16 erkennen. Das ist die Kamera, die ich aufgebaut habe. Genau, und da ist er gerade lang gekommen und der war sehr schnell und Pau ist da. Du siehst Pau? Siehst du Pau bei dir? Nee, wo? Die liegt genau. Bei mir liegt sie genau hier, weil wahrscheinlich, weil sie nochmal rausgeslidet ist. Die muss da in dem Raum da links liegen. Okay. Weil bei mir liegt sie außerhalb. Weil ich war gerade eben da gewesen in den Räumen und hab sie nicht gesehen. Verstehe ich es gerade nicht. Ich habe sie gehört. Sie ist in den Raum rein, dann war der Geist sofort fast hinter ihr und dann ist sie bei mir wieder rausgeslidet und liegt jetzt bei mir genau mitten im Gang. Okay. Was könnte man denn noch machen? Erstmal Pillen schlucken. Genau.
Ja, eine Kamera, weiß ich nicht. Also, von wo es kommt sie, das ist die Frage. Die von der Turnhalle kommt also hier der immer. Hier habe ich sie auch gesehen. Der ist? Von hier habe ich sie auch gesehen. Der, also der, ein Glatzkopf und ich glaube, das ist der mit der Achse und mit der Sichel oder sowas ähnlich. Nee, Sichel ist die Oma, also mit der Achse ist das der. Und der kommt immer aus der Turnhalle, hat die Pau gesagt. Also wir gehen jetzt mal zum Turnhalle. Kommt aus der Turnhalle? Ja, aber warum hat... Ich nehme auch mal Sanity. Ich nehme jetzt das Piepsding mal mit hier und gehe mal in die Turnhalle. Wir haben nur einmal die Sprachbox und die Sprachbox ist voll weit weg gewesen. In der Turnhalle kommen würde, das wäre mal was Cooles. Hab ich noch nie gehabt. Aber es piepst hier gar nichts. Keine Interaktion. Keine. Ne, hier kommt nichts. Haben wir eigentlich schon irgendwelche Beweise? Okay, handelt er nicht? Der hat doch gerade gehandelt, oder nicht? Nö, die Tür ist offen. Okay, dann hat er gerade mich verarscht. Komm mal zu mir rüber. Neben der Turnhalle auf der anderen Seite. Hier hat sie mich gepiepst und wir haben doch die Sprachbox. Da warst du auch mit mir zusammen. Komm mal raus aus der Turnhalle. Hier ist der. Ganz sicher. Ich bin nämlich jetzt hier reingegangen, hat's gepiepst. Und dann hat er sofort ein Fake-Hand gemacht. Da ist ein Ball. Ja. Pau. Hier bin ich reingegangen und da hat's direkt gepiepst. Bist du da? Bist du hier? Was macht denn der? Fake der die ganze Zeit hier irgendwelche Sachen an oder was? Bist du da? Der macht mit dir. Der macht mir die Sprachbox auf die Nerven. Aber ich hab doch schon mit der Sprachbox geredet. Weiß nicht mehr, der hat doch da gesagt. Ach ja, dann haben wir ja einen Beweis. Ja, ja, hatte ich ja gesagt gehabt. Den ersten, aber den haben wir auf der anderen Seite. Nicht hier, ganz da hinten haben wir den gemacht. Ach ja. Und das verstehe ich nicht. Und warum hat er jetzt nicht. Warum macht er jetzt keinen Pieps mehr? Weil wir alleine sind, vielleicht? Vielleicht macht er es nur, wenn man alleine ist. Welcher ist denn der Geist, der lieber alleine machen möchte? Banshee unter anderem. Aber der, ganz ehrlich, der macht eher Terror hier, der. Der kommt, der geht. Pau, gib uns mal irgendwelche Zeichen. Pau. Hier ist auch eine Tür offen. Warum ist die Tür hier offen? Hallo, bist du hier? Ah, hier ist der Ball, okay. Na los, nimm den Ball mal, zeig mal den Weg. Okay. Ja. Nächste hat mich gerade verarscht. Hat er auch. Siehst du, der macht das nur alleine. Der macht das nur alleine. Hörst du mich? Ja, hier ist er. Okay, siehst du, der ist hier. Da hat Paul zeigt uns den Weg. Der hat gerade ein Event mit mir gemacht. Ja, und nur wenn du alleine bist, siehst du? Der will das lieber alleine haben. Hier, tschüss. Ich will hier. Hast du ein Fotocam dabei? Nee.
was anderes noch holen. Ich habe gerade dort zum Kamera drin aufgestellt. Hast du auch gemacht, super. Ja, das wollte ich mich holen. Ja. Ich war gerade übrigens in der Turnhalle, da hat er mit mir ein Event gemacht. Aber guck mal, hab Steps gehört. Aber der Witz ist ja, ganz da hinten hat er mit mir in der Sprachbox geredet. Dann kam er aus der Turnhalle und hat dann... Ja, die wandern ja auch. Ja, aber es kann auch sein, dass das vielleicht Zwillinge sind. Ja, wirklich. Was hätten wir noch? Buch. Hast du ein Buch aufgebaut? Nee. Okay. Was haben wir noch? Eine Landmine? Was, eine Landmine? Alles gut. Alle Geister sind noch offen. Guck mal hier, wie viele. Spirit, Poltergeist, Marder, bla 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 bla. Und Zwillinge. Ich wär sogar was für Zwillinge hier. Kleinen Scheißerchen. Wenn der hier in Hand startet, bin ich immer am Arsch. Schreib in das Buch, du Hirsch. Mein Gott. Akku mal reicht, Dex. Ich habe gerade Schritte gehört und ich dachte, was ist denn das jetzt? Neues Event. Das Akku mal Event. Death. Murder, Death, Kill. Echt mal. Instant Kill. Die Tarotkarten jetzt ein bisschen geändert wieder. Oh, die fand ihr so gut. Wenn du jetzt. Ja, sie haben nur diese Halbpriester-Karte geändert. Wenn noch kein Mitglied tot ist, wird das nächste einfach wieder belebt, was tot ist. Komm hier rein? Oh, schade. Was kann man denn sonst noch machen? Ja, ich tue jetzt so ein bisschen Salz rumstreuen. Was haben wir noch? Kerze hast du schon aufgebaut? Ich habe gerade eine Kerze reingestellt. Ein Buch ist drin, ne? Ja, da liegt es auch. Ah, siehst du jetzt gerade nicht hier auf dem Bild. Die Frage ist, ob die Kamera in die richtige Richtung zeigt. Du hast sie aufgebaut. Ja. Aber man könnte ja genau in die andere Ecke noch einer stellen. Also das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Ja, falsch. Dass da nichts kommt, ne? Nee. Also wir haben nur Box bisher, ne? Nur Box, ja. Ich gehe nochmal. Gerade zwischen diesen Türschlitz geguckt. Das sieht so aus, als ob da jemand am Galgen hängt. Nett. Ist gut, die Kamera gut? Ich gehe mal auf die andere Seite. Da, wo ich eben mit dem Geist gesprochen habe. Savannah, gute Nacht. Also Aria. Wo bist du gerade?
Pau macht mir gerade wieder andere Zeichen. Wieder da, wo wir gerade eben, wo Pau gestorben ist. Der läuft da draußen rum oder so, ne? Weiß ich nicht, hör nichts mehr. Wo war das überhaupt ein Event, mein Lamp? Da ist ein Ball. Oh, der hat das Licht ausgemacht, dieser kleine Scheiße. Ups. Ah, ne, war an. War an. Sah so aus. Ball. Ja, Ball sagt uns wohin. Ach, der Pau zeigt uns bestimmt wieder den gleichen Raum. Wo ist er hin? Da. Immer noch der Ball, gleiche Ball. Ball, der verschwindet. Der war aber irgendwo. Hand? Hey, was ist das denn für eine Scheißtür hier? Ich raff nix, ne? Der scheint in der Halle zu sein. Wo kam der denn jetzt her? Ja, Pau ist auch in der Halle. Aus der Halle irgendwo. Ich hab Räucherstäbchen bei, ne, Dex? Also bleib bei mir. Okay, ja, warte, ich komm zu dir. Ja, Pau? Da hinten. Ah, hier, genau hier spawnt er. Also doch, Halle. Cool. Das erste Mal überhaupt, dass er in der Sporthalle... In der Halle, ja. Ja, das erste Mal. Cool. Dann müssen wir jetzt das ganze Zeug holen. Mach's. Wird schon wieder los. Vergessen wir, dass ich nicht reden darf. Mhm. Nimmst du Kamera mit? Weil ich will die Räucherstäbchen ungern loslassen. Ja. Warte, ich nehme noch was anderes mit. Bevor ich das Buch. Zack. Und Lückam. Ist anstrengend, ne?
Ja, ein bisschen. Stell auf, nicht so weit rein. Wieso? Weil wir weglaufen müssen. Fuck. Gejagt und getötet, Mund zu Mund. Paolo, ich höre dich nicht, wenn du was sagen solltest. Hallo, hallo? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, jetzt geht's. Das war richtig spannend mitzuverfolgen, wie du Wettrennen gespielt hast. Mann, das ist, damals konnte man noch wegrennen von denen, jetzt sind die so schnell. Ja, ja. Man hat immer gesehen, du bist um eine Kurve, dann war langsam. Dann hat er dich wieder gesehen, dann war so, ich hab ihn. Scheiße, verdammt. Ja, das spawnt immer random in der Turnhalle und ich dachte erst, der wäre hier, weil der hatte hier ein Geister-Event, wo er hier einfach rumgestanden hat und gesucht hat. Deswegen dachte ich, das ist der Raum. Aber dann habe ich ihn ein paar Mal in der Halle gesehen. Aber das sind keine Zwillinge rein zufällig? Nee, nein, ich glaube nicht. Weil Zwillinge haben auch eigentlich immer den Raum neben, direkt unmittelbar nebeneinander, meine ich. Und jetzt war halt das Problem, jetzt ist er genau hier gespawnt. Ja, wir haben es gesehen. Wo ist der Akku eigentlich hin? Wo hat er es eigentlich geschafft, das zu fliehen? Das hast du nicht gesehen. Ja, Revenant kann es nicht sein. Passt das denn mit Geisterbox? Revenant passt aber mit der Geisterbox nicht zusammen, leider. Nee. Wir haben echt noch nichts anderes, ne? Akuma flüchten! Nein! Und da sind wir alle tot. Hallo! Hallo! Das war ins Gespenst. Ich habe gerade geheime Insider-Tipps, dass eventuell Lost Ark gleich wohl live gehen soll. Ja, um die Uhrzeit mache ich aber jetzt kein Lost Ark mehr. Okay, okay. Ich wollte so sagen. Ja, für die, die vielleicht spielen wollen. Ist zu spät. Och Mann! Das war krass. Der war echt krass, dass er so schwer, oft gewechselt hat. Aber das war halt so komisch, weil der hat erst gehandelt immer, als man da ganz hinten war.